So, heute zeige ich euch am Beispiel des GR16, wie ihr euren Graupner Hott Empfänger updaten könnt. Alle benötigten Teile findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Zunächst einmal benötigt ihr das Graupner USB-Interface-Kabel mit der Bestellnummer 7168.6. Um dieses mit dem Empfänger verbinden zu können, benötigt ihr noch das Graupner Adapterkabel mit der Bestellnummer 7168.S. Außerdem benötigt ihr noch ein beliebiges Mini-USB-Kabel. Das kann zum Beispiel das beim USB-Interface mitgelieferte sein. Damit euer Empfänger auch mit Strom versorgt wird, braucht ihr noch eine Stromquelle, in diesem Fall ein kleiner Akku. Nun kommen wir dazu, wie ihr die Update-Kabel richtig zusammensteckt. Wenn ihr das USB-Kabel bereits im PC gesteckt habt, steckt als nächstes den Mini-USB-Anschluss in das Graupner-Interface. Dann verbindet ihr das Interface mit dem Adapterkabel. Und steckt das Adapterkabel in den Telemetrieeingang eures Empfängers. Bei den kleineren Empfängern ist es der Anschluss 5, bei allen anderen ist ein externer Telemetrieeingang vorhanden. Nachdem ihr das Graupner Update-Programm ganz normal mit einem Doppelklick gestartet habt, empfiehlt es sich, den richtigen Port auszuwählen. In meinem Fall ist dies Port 5. Als nächstes klickt ihr auf Hotgerät und auf Auto-Download, um das Update zu starten. Nachdem ihr das Update gestartet habt, startet ihr auch den Empfänger, indem ihr die Set-Taste drückt und die Stromversorgung anschließt. Nun sollte das Programm den Empfänger erkennen und euch ein Download-Fenster aufrufen. In diesem Download-Fenster drückt ihr nun auf File Download und das Programm beginnt damit, die neue Firmware zu downloaden. Sobald die Firmware fertig gedownloadet ist, beginnt das Programm, sie auf dem Empfänger zu installieren. Nachdem das Update abgeschlossen ist, trennt ihr die Stromversorgung vom Empfänger und auch den Empfänger vom PC. Achtung, dieser Stecker ist gerne etwas schwergängig. Nun ist es ganz wichtig, den Empfänger zu resetten, indem ihr die Set-Taste drückt und den Akku anschließt. Die Set-Taste haltet ihr gedrückt, bis die LED aufhört zu blinken. Nun ist euer Empfänger wieder komplett einsatzfähig. Wie ihr nun sehen werdet, ist euer Empfänger nach dem Durchführen des Updates sofort wieder einsatzbereit und signalisiert durch die grüne LED, dass das Binden erfolgreich war. Das war's mit meinem Tutorial und ich hoffe, es hat euch gefallen.